Unten, wo ich wohne, einen schweren Brand gehabt, da habe ich auch welche Leute aufgenommen. Im Moment bin ich nicht ganz da. Okay, ich bedanke mich. Schönen Tag noch. Was denn? Ja, zum Brand und so ein Scheiß. Zum Brand? Jennifer Beuth, ich komme von der beruflichen Bildung, GBB, Gesellschaft für berufliche Bildung. Ich mache eine Umfrage zu Weihnachten. Darf ich ein paar Fragen stellen? Wenn es nicht zu lange dauert. Nein. Wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? Wie ja, Heiligabend. Immer. Und ich habe früher erst ein Weihnachten. Gut. Was bedeutet für Sie Weihnachten? Dass Heiland geboren ist. Wie war das damals mit den Geschenken? Ja, in den Kriegsjahren war es schlecht. Ja, okay. Ich gab es nichts. Und später haben wir uns dann wieder beschenkt. Und wie feiern Sie jetzt Weihnachten? Mit meinen Kindern, meinen Enkeln. Und das wird immer ein schönes Fest. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, danke schön. Na, na, na. Na, 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 na. Yeah. Gut, wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? Ja, wie habe ich früher Weihnachten gefeiert? Zu Hause, ne? Ja. Ja, nicht anders zu sagen. Ne? Was bedeutet für Sie Weihnachten? Ja. Allgesprochen. Da kann ich auch nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Nee, bitte nicht. Wie war das damals mit den Geschenken? Ja, weil nicht so wie heute, ne? Weil das Geld fehlte. Inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit? Für Weihnachten. Nun, bin Evangelier, da falsch ich. Der glaube ich schon da, ne? Und wie feiern Sie jetzt Weihnachten und damals zu früher? Ja, jetzt mit Kindern und Enkelkindern, ne? Die natürlich vor Jahren nicht da waren, ne? Klar, ne? Ich bedanke mich und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Für berufliche Bildung in Remscheid. Ich mache eine Reportage für Weihnachten. Eine ganze Kolonne kommt hier Reportage machen. Für Weihnachten. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Da haben wir noch. Ihr müsst auf die Uhr gucken. Dauert zwei Minuten. Zwei Minuten. Ich gucke auf die Uhr. Wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? In der Familie. Mit Weihnachtsbaum und schönen Christkind kam und vorher war es immer schön, also richtig rund und dann haben wir Weihnachtslieder gesungen und so ähnlich. Was bedeutet denn Weihnachten für Sie? Wieso, heute oder früher? Beides. Immer noch. Ich kannte es nicht anders, als wir den Geburtstag Jesus Christus gefeiert haben. Und darauf war das ganze Weihnachtsfest aufgebaut. Inwiefern verbinden Sie was steht da? Die Gläubigkeit mit Weihnachten? Eigentlich nicht unbedingt. Bin ich ganz ehrlich drin. Mhm. Nee. Ich bin es nicht anders gewohnt. Ja. Von Kind auf. Ja. Und so geht es mir auch heute noch. Und wie feiern Sie jetzt Weihnachten? In meiner Familie. Jeden Tag zu einem anderen Enkelkind. Und Sie? Und ich mit einer Freundin, aber im großen Kreis, wir sind nämlich in einem Stift, im Johannesstift in Hückeswagen. Und da fühlen wir uns auch sehr wohl. Ich wünsche Ihnen beiden ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Schönen guten Tag, mein Name ist Patricia Heunatzki von der GBB, ist die Gesellschaft für berufliche Bildung und wir machen eine Umfrage über Weihnachten. Wie haben Sie denn früher Weihnachten gefeiert? Oh, 1920, ja ich bin 94. 1920 war einfacher. Also ich bin ja auch nicht aus so einer großen Stadt, sondern ich war etwas kleiner. Da war auch alles primitiv, also landwirtschaftlich etwa. Ja, eine kleine Stadt, die hatte sich der Landwirtschaft angeht. Da standen die Bäuerinnen noch am Bürgersteig und verkauften Kartoffeln und Möhren. Ja, die kamen dann in die Stadt rein und verkauften die Sachen. Und die Kirmes selbst, da war ein kleines Karussell, ich kann mich noch erinnern, ich habe es jetzt mal wieder gesehen woanders, da war das noch im Anfang mit so ein Rundkarussell, da fing der an. Und ein anderes hatte so die kleinen Wagen, die so fuhren, gell? Mit 5, 6 Wagen. Fuhren die darum, jetzt hast du ja die Großen. Und wie war das damals mit den Geschenken? Ja, das war sehr beschränkt.
Das kam ja immer auf die finanzielle Lage der Eltern an, der Geschwister untereinander, wenn sie älter waren. Ja. Das hat man ja ganz anders gemacht als heute. Ich habe mehr Elektronik. Und wir hatten noch eine Burggeschenke gekriegt, wo ich ganz klein war. Eine Burg, das war 16 ungefähr. Von meinen Onkels habe ich eine Burg bekommen. Von meinem Bruder weiß ich jetzt nicht mehr. Und was bedeutet Weihnachten im Großen und Ganzen für Sie? Ja, Gott, man hat, empfindet es nicht mehr, wie es gewesen ist. Gell? Denn wenn man so alt ist, auch meine Frau ist 84, da ist man froh, dass man gesund ist. Ja. Die liegt jetzt im Krankenhaus. Ich habe gerade den Krankenschein eingelöst. Gell? Die liegt schon das zweite Mal im Krankenhaus. Und inwiefern verbinden Sie denn Gläubigkeit mit Weihnachten? Ja, ich möchte mich eigentlich nicht dazu äußern. Ich habe keinen Gott. Aha, ja gut. Ja. Und feiern Sie heute auch noch Weihnachten, so mit der Familie und so? Ja, wir werden von meinen Kindern, die haben hohe Stellen, sind alle gut, einen Polizeirat, gell? Die wohnt auch hier in der Nähe, werden wir eingeladen, beim anderen auch, der ist auch hohe Stelle bei der Polizei, und ein Ingenieur, Diplom-Ingenieur. Also wir können froh sein, dass wir keinen Schmutz hinterlassen, wenn wir mal gehen. Gell? Ja gut, dann wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und gute Besserung für Ihre Frau. Tschüss! Also, hier. Wie war denn früher Weihnachten für Sie? Schöner. Inwiefern? Die ganze Familie, die hat sich auf Weihnachten gefreut. Alles kam zusammen. Was haben wir heute? Heute haben wir nur viel mehr Geld. Geht auseinander. Die ganze Familie geht auseinander. Ist nicht mehr schön. Früher war Weihnachten schöner. Wir haben erstmal viel mehr, es gab nicht diese großen Geschenke. Wir waren zufrieden, es gab Unterwäsche, das gab zum Essen. Da waren wir früher mehr wie heute. Heute ist der viel größer, der Tisch, viel mehr drauf. Und kommt mal mit so einem kleinen Stück. Die gucken sich dämlich an, als wenn sie sagen wollen, was will die Frau, ne? Das, also war das früher mit den Geschenken anders wie heute? Ja, sag ich ja. Es gab, hab so zum Anziehen war da. Auch nicht so viel Geld gehabt wie heute. Ne? Ja, das auch. Was hatten wir früher? Wir sind Kriegskinder gewesen. Wir hatten Krieg. Wir waren froh, wenn Heiligabend ohne Bomben fielen. Ne? Und da waren wir schon mal froh. Meist war das der Heiligabend, dass man entweder im Keller saß, oder hinter dem Busch saß. Ne? Wir hatten keinen Bunker. Wir mussten hinter dem Busch. Und es ging auch. Und wie verbinden Sie Gläubigkeit bzw. Gott mit Weihnachten? Der gehört dazu. Der gehört dazu. Heiligabend geht man in die Kirche. Das war das Erste, wo wir gingen. 15 Kilometer zu Fuß gelaufen bis zur Kirche. Ja, und das war das nicht war so schön. Motorisiert wie heute. Da Schnee war, da wurde gesungen, da wurde gelacht. Ne? Heute ist es, man geht in die Kirche, ja. Der Tag ist da, aber früher war es schöner. Auch die Kirche war schöner, wie heute. Und wie feiern Sie heute Weihnachten mit Familie und so, oder wie? Wir feiern noch mit Familie, mit meinen Kindern. Ne, da, bei uns ist es geblieben. Es wird auch nicht beschenkt. Wir kommen zusammen, wir machen schönes Kleine, Essen. Wenn die da sind. Ne, das, bei uns ist wichtig, das Essen wird schön aufgedeckt. Und dann ungefähr bis 2:30, dann gehen wir wieder auseinander. Dann geht jeder wieder nach Hause und das war's. Ja gut, dann wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute. Tschüss! Guten Tag, ich heiße Patricia Heunatzki, komme von der Gesellschaft für berufliche Bildung und wir machen eine Umfrage über Weihnachten. Wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? Ja, das waren ganz schlechte Zeiten. Was heißt gefeiert, habe ich zu der Zeit nicht. Also wir hatten zwar Weihnachten, aber wo wir das richtig wahrgenommen haben, das waren ganz schlechte Zeiten. Und dann muss ich sagen, da waren wir froh, wenn wir was zu essen hatten an dem Tag. Und wie war das mit den Geschenken? Geschenke gab es überhaupt nicht. Da wurden mal Sachen raufgeholt, die vielleicht schon 5 Jahre alt waren, immer wieder auf den Tisch kamen als Geschenk und das war alles. Und inwiefern stehen Sie oder sind, nee, wie ist denn bei Ihnen mit Gläubigkeit und Weihnachten zusammen? Das ist nicht Weihnachten für mich nur Gläubigkeit, das ist, ich sag mal, bei mir überhaupt nicht. Deswegen kann ich da nichts zu sagen und das ist nicht mein Ding. Und wie feiern Sie Weihnachten heute? In der Familie, ja. Enkelkind.
Kinder. Ja gut, dann das war's schon und wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön, tschüss. Wie fragen wir denn mal? Zwei. Wir früher mussten singen und dann wurden wir beschert. Und dann wurde den Kaffee getrunken, der leckere Kuchen gegessen, war wunderschön. Und waren wir, hatten wir in der Sonntagsschule, ne? Mussten wir so ein, wie nennt man da, wenn zwei, du, so ein Duett muss man ein Gedicht aufsagen, mein Cousin und ich, ellenlang, wunderbar. Und die Omas waren dabei, herrlich, das war schön. Was bedeutet denn Weihnachten für Sie? Dass man Heiligen Abend in die Kirche geht, ja, das sowieso, und das bringt mir viel, ja. Würde ich auch sagen, und vor allen Dingen auch ein bisschen christlich. Nicht nur dieses Konsumzeug, was man so kriegt, weil, und die, ach Mensch, und die Kinder, die werden ja schon so verwöhnt, da können sie ja, da ist ja auch kein Weihnachten mehr. Was die machen, ist kein Weihnachten mehr. Die Geschenke werden aufgerissen, ja. Zack, zack, ach schön, gut, okay, auch hast du gut gemacht, und dann nach Hause, ne? Ja. Ist keine Gemütlichkeit mehr. Ich bin das, ich halte das aber aufrecht. Ich mache es so, wie wir das früher gehabt haben. Wie war das damals mit den Geschenken? Wenig. Wir waren zufrieden, mit Püppchen wurde wieder angezogen. Da war die wieder wie neu. Auch wir waren selig. Ehrlich. Nee, wir haben auch keine Ansprüche gehabt. Da kannten wir nicht. Wir waren zu arm früher, ja. Inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit mit Weihnachten? Ganz viel. Doch, würde ich schon sagen. Das ist also, das gehört irgendwie zusammen, würde ich sagen. Ne? Ja. Und ich meine sicher, man ist ja mit erzogen worden. Man ging im Kindergottesdienst. Das ist ja diese ganze Sache schon. Weil, Okay, dann wünsche ich Ihnen noch ein ganz schönes Weihnachtsfest und einen schönen Tag noch. Weil wir kommen von... Auch jetzt. Und... Was bedeutet Weihnachten für Sie? Ein großes Fest. Inwiefern verbinden Sie die Gläubigkeit mit Weihnachten? Ja, ich bin ein Christen. Ich bin ein katholischer Mensch, ne? Von zu Hause aus. So war ich erzogen, streng katholisch. Es war ja früher so. Ja, wir müssen in die Kirche gehen. Aus der Kirche gab es schön Abendbrot zusammen. Am Tisch, ganze Familie kam zusammen. Ja, und das war's. Dann wurden wir beschenkt, als Kinder noch. Und wir machen das weiter so mit unseren Kindern. Ja. Okay. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch ein ganz schönes Weihnachtsfest. Ja. Tschüss. Mein Name ist Britta Korb. Ich komme von der GBB, der Gesellschaft für berufliche Bildung hier in Remscheid. Wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? Gemütlicher als heute. Familie, alles. Heute haben die Kinder keine Zeit, sie sind außer Haus, gehen lieber in eine Disco. Das war eben halt der Unterschied zwischen früher und heute. Vor allen Dingen die Geschenke, nicht? Die, das ist heute auch noch dazu. Das lassen wir mal. Was bedeutet denn Weihnachten für Sie? Ja, was soll ich jetzt aber dazu sagen? Ja, ein Fest der Familie. Naja, ein Fest der Familie, dass man zusammensitzt und so weiter. Und des Friedens, und nicht? Friedens, Gesundheit und so weiter. Ja, das war Wie war das damals mit den Geschenken? Einfach. Schlicht und einfach. Selbstgestrickte Handschuhe, Socken, wenn es ging, hier einen kleinen Teller mit einem Apfel drauf. Das war schon viel. Mehr nicht. Inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit mit Weihnachten? Viel. Viel. Sag ja, Familienfest, Kirche gehen, schön gemütlich sitzen, schön essen. Und wie feiern Sie jetzt Weihnachten? Ja, wie feiert man jetzt Weihnachten? Doch einfacher, schlichter, Geld ist weniger, Kinder aus dem Haus, eigene Familie. Ist man alleine. Okay, dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch ein ganz schönes Weihnachtsfest und ein neues Jahr. Frau Beuth kommt von der Gesellschaft für berufliche Bildung in Remscheid und mache eine Reportage über Weihnachten. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Wir finden... Einen Moment bitte. Ich bin noch gar nicht hier durchgegangen. Ich kann Ihnen noch gar nichts sagen. Nee, für Sie. Wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? Okay, früher haben wir sehr schön Weihnachten gefeiert.
in der Familie, was heute nicht mehr der Fall ist. Was bedeutet für Sie Weihnachten? Für mich ist Weihnachten ein Fest der Kirche und das Fest der Geburt Christi. Wie war das damals mit den Geschenken? Wir kriegten nicht so viel Geschenke, aber wir haben eine sehr fröhliche Weihnachten gehabt und sehr glückliche Weihnachten. Wir kriegten immer das, was wir brauchten, was uns diente zum täglichen Gebrauch. Als Kinder haben wir dann irgendwelche Sachen zum Anziehen gekriegt oder sowas, was wir eben brauchten und was wir uns nicht jeden Tag leisten konnten. Inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit mit Weihnachten? Sehr stark. Für mich ist Weihnachten ein Fest der Liebe und für mich ist Weihnachten, dass man die Kirche besucht und dass man das da weiter so feiert wie bisher, wie es jetzt nicht mehr der Fall ist. Das geht unter in der Welt heute. Wie feiern Sie jetzt Weihnachten? Mit der Familie? Immer mit der Familie, ja. Ich bin alleinstehend und ich bin bei meinen Kindern. Aber es ist nicht mehr der Heiligabend, den wir früher hatten. Ich wünsche Ihnen wirklich schöne Weihnachten. Ich Ihnen auch. Danke. Paul Kropp kommt von der GBB, das Gesellschaft für berufliche Bildung hier in Remscheid. Die Gesellschaft für berufliche Bildung, das ist eine Schule hier in Remscheid. Und dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu Weihnachten stellen? Wie haben Sie früher Weihnachten gefeiert? Wie heute. Ja. Und was bedeutet Weihnachten für Sie? Für mich bedeutet das das Fest der Liebe. Wie war das damals mit den Geschenken? Ja, die waren größer. Inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit mit Weihnachten? Ja, nicht groß. Nicht groß. Und wie feiern Sie jetzt Weihnachten? Ja, jetzt machen wir so, da wir uns treffen und dann singen wir Lieder. Okay, ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz schöne Weihnachten und ein ganz frohes neues Jahr. Guten Tag, mein Name ist Patricia Heinatzki von der GBB, Gesellschaft für berufliche Bildung, ist eine Schule hier in Remscheid und wir machen eine Reportage über Weihnachten. Und zwar die erste Frage, wie haben Sie Weihnachten früher gefeiert? Ja, wie war früher Weihnachten? Dann hat man nach der Kriegszeit, da hatte man ja nicht so viel, da hat man sich auf jede Kleinigkeit gefreut. Wenn wir nur so eine kleine Tasche über die Schulter, da bin ich dann den ganzen Morgen mit hin und her gelaufen, dass auch jeder sieht. Und alles so Kleinigkeiten halt. Und das Schönste war immer der Tannenbaum, der war immer von der Erde hoch. Und dann auch so selbstgebasteltes mit dran gemacht. Also war schon, die Zeit war romantischer, sagen wir mal. Heute ist alles ein bisschen nüchterner, weil auch so früh geschmückt ist schon. Man hat ja schon 6 Wochen vorher oder 8 Wochen vorher schon alles für Weihnachten praktisch geschmückt. Das ist ein bisschen früh manchmal, meine ich immer. Ne? Und welche Bedeutung hat Weihnachten für Sie? Ja, welche Bedeutung? Das ist so ein bisschen halt bei uns ein sinnliches Fest. Dann denkt man an alles, an alle Angehörigen und die nicht mehr da sind. Bei uns ist halt das Fest alles so ein bisschen traurig. Dann ist man immer auf eine Art, wenn Heiligabend vorbei ist, dann geht es. Ist als Kind ein schönes Fest, wenn man Erwachsener ist und so viele andere Erinnerungen hat, dann ist es halt ein bisschen besinnlicher. Und das Schönste ist dann der erste, zweite Weihnachtstag, dann, wenn man dann wieder zusammenkommt und finde ich dann schon noch ganz gut. Wie war das damals mit den Geschenken? Ja, die waren halt weniger, wie schon gesagt. Kleinere Sachen, so für die kleinen Kinder, sagen wir mal, da wurde selbst hat mein Onkel so Hunde gebastelt, die sich so ein bisschen bewegen. Mein Bruder hat nur so einen kleinen Roller, da ist er den ganzen Tag mit in der Stube, so einen kleinen Holzroller. Heute müssen sie alle große Sachen haben und Computer, was weiß ich was. Ne? Und inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit mit Weihnachten? Gläubigkeit, ja, ich bin katholisch in Bayern aufgezogen. Waren sie ja besonders gläubig. Denken sie, ob sie immer so gläubig waren, weiß man nicht. Aber vor den Leuten und so, da musste man in die Kirche gehen. Und wir mussten eine Stunde in die Kirche, da hätten wir gar nicht getraut, nicht zu gehen. Ne? Aber ein bisschen Glaube hat man schon. Ne? Und wie feiern Sie Weihnachten heute? Heute sind wir, die Eltern sind nicht mehr da, die Geschwister wohnen alle weit weg. Wir sind eigentlich Weihnachten zu Hause alleine, außer an einem Feiertag, dann fahren wir mal zu seinem Bruder vielleicht hin oder zu seiner Schwester nach Siegburg. Im Großen und Ganzen sind wir alleine, weil alle zu weit auseinander sind jetzt. Ne? Alle eigene Familien schon wieder und Enkelkinder und dann ist schon nicht mehr so. Wenn man näher zusammen wohnt, trifft man sich natürlich öfter, das ist klar. Ne? Ich habe 3 Brüder, die wohnen alle ziemlich zusammen. Die hocken dann zusammen und wir sind halt am weitesten weg. Ja gut, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute. Dankeschön, tschüss.
geht aber keine los und kein Kleid. Schönen guten Tag, mein Name ist Patricia Heinatzki von der GBB in Remscheid und wir machen eine Reportage zum Thema Weihnachten. Ich komme mal hier an. Wie haben Sie denn früher Weihnachten gefeiert? Richtig schön. Mit meinen Geschwistern, wir mussten dann abends ins Bett, dann wurde alles aufgebaut und wenn alles aufgebaut war, durften wir dann wieder raus. Doch, richtig schön. Bei dir? Ich habe anders gefeiert, ich durfte direkt dabei sein, ich durfte live dabei sein mit Christbaum schmücken und so. Mhm. Was bedeutet Weihnachten für Sie? Eigentlich als Erwachsener eigentlich nicht mehr so viel. Ja, mit kleinen Kindern ist das schon schön so. Aber so, ich finde das schön, weil ich da mit den Menschen zusammen bin, die für mich wichtig sind. Wie war das denn damals mit den Geschenken? Ja, die waren eigentlich immer reichlich. Mara. Ja, du musst auch was sagen. Du musst da was reinsprechen, du darfst das nicht aufessen. Wie war das bei Ihnen mit den Geschenken? Ich habe immer alles gekriegt, was ich haben wollte. Ja, auch nur ein Kind. Ja, dann ist ja gut. Inwiefern verbinden Sie Gläubigkeit mit Weihnachten? Überhaupt nicht. Gar nicht. Gut. Wie feiern Sie Weihnachten heute, also jetzt so? Mit meiner Tochter, mit meinem Enkelkind. Ja, ganz spontan. Meiner Mama und meinem Kind. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute. Du Kleiner.